Tja. Gute Frage. Wahrscheinlich dadurch. Ich gehe erstmal unten lang. Warte mal. Es bietet sich an, dass es hier irgendwie eine Art Zwischenlager war. Was ist das hier? Pearson-Raumstation. Danke für die persönliche Malerei auf meinen Anzug. Ich liebe sie. Genießt meinen Teil der Vereinbarung. Es war nicht einfach zu finden. Sarah Baker, Chefingenieurin. Okay. Persönliche Beziehung zwischen den beiden hat dann angefangen. Ah, schaut mal hier. Ich glaube, wir müssen das Ding hier... Ach, da oben können wir es kaputt schießen und können dann hier den Weg aufmachen, um wahrscheinlich dann weiterzukommen. Und um das zu machen, müssen wir dicht da oben ran, weil ich hier nicht schießen kann. Okay, das ist zu weit weg. Deswegen das hier. Ah, okay. Hier ist nochmal eine Sequenz. Da ist Strom. Huch. Isaac? Hey! Sie haben alles mitgenommen und... Was ist hier los? Bleib einfach da. Bleib da. Ich muss nur... Ist das Helium? Nein, es... ist... Sarah. Es ist für Kathy, okay? Sie wartet. Sie ist auf der Arche und ich... Ich muss das zu ihr bringen. Isaac, wovon redest du? Drei. Wir haben drei Archen für Outboard konstruiert. Ja, die sind fort. Nein. Am Ende hatten wir nur genug Treibstoff für zwei. Also hat MacArthur die Kranken, die Kryopatienten, in die letzte verlegt. Und Kathy ist noch auf der Arche. Gefangen hier auf dem Mond. Warte. Aber damit kann ich... Isaac, es tut mir leid, aber die Erde geht absolut vor. Die Erde rettet niemand mehr. Sarah, mit oder ohne NPT, unsere, Kathys einzige Hoffnung ist Outward. Hör mir zu, wir können die Erde nicht aufgeben. Unsere Heimat, Kathys Heimat. Denk doch auch an Claire. Sie hat sich entschieden und ich kann nicht zurück. Aber mit Kathy und Outward gibt es eine Chance auf einen Neuanfang, einen neuen Morgen. Was immer nötig ist, damit sie sicher sind, selbst wenn sie nicht verstehen. Aber manchmal liegen wir falsch, Isaac. Deine eigenen Worte. MacArthur liegt falsch. Sarah. Outward ist falsch. Sarah. Alles daran ist... Was? Was? Du musst das verstehen. Och nein. Och nein. Alex? Alex, Terminalzugriff. Schick sie los. Isaac? Nein. Sarah, tu das nicht! Ich kann das nicht zulassen! Nein! Oh, Sarah, was hab ich getan? Bleib bei mir! Tut mir leid, Isaac. Es ist okay. Ist okay. Tut mir leid, Kathy. Ist schon okay. Keine Sorge. Nur so konnte ich helfen. Auch wenn du mich dafür hast. Okay, ganz ruhig, Sarah. Hör mir zu. Halt die Augen offen. Hey, Kumpel. Sarah? Hey, Sarah. Nein. Pasta. Nein. Sarah? Sarah? Es ist okay. Es ist okay. Es tut mir so leid.
so, so leid. Alex. Das hier muss niemand sehen. Ach Mann, ey. Was doch Scheibenkleister ist das. Das Terminal hat den ein- und ausgehenden Verkehr im Hangar der Einschienenbahn erfasst. Ein aufgezeichneter Befehl zeigt, dass eine Einschienenbahn mit kritischer Geschwindigkeit abgesandt wurde, mit verheerender Auswirkung auf Teile des Gebiets. Wochen später zeichnete das Terminal zusätzliche und ungewöhnliche Aktivitäten auf. Kritische Abfahrt ohne designierten Fahrer, Einschienenbahn. Okay, ist nichts zum Andocken. Ich gucke erstmal, ob hier irgendwie. Hier drüben. Da drüben ist ein Schacht. Okay, es wird schwächer, das Signal. Isaac, was hast du getan? Mann, ich hatte Hoffnung, dass sie überlebt. Dass wir sie retten. Und dabei hat er sie erstochen. Oh Gott, ey. Halt. Das ist das gleiche Blatt Papier. Ja. Planung von Outward verlangt, dass wir Copernicus Außenposten 1 jetzt verlassen. Kollateralschäden wurde wie befohlen behandelt, aber ein paar Opfer in den Crewquartieren sind nicht behoben. Bitte behandeln Sie diese mit Würde. Sie hätten besseres verdient. Outward, wir treffen uns in der Copernicus Mondzentrale. Für das höhere Ziel. Ah, okay. Auf alle Fälle gibt es ausreichend Sauerstoff. Und ich glaube, wir müssen irgendwas bewegen, um hier hinzukommen. Wir müssen irgendwas bewegen, ob wir hier was draufstellen. Frage ist, können wir das? Ich befürchte nein. Haben wir sowas Gleiches da drüben auch? Ja. Warte mal. Okay, hier kommen wir nämlich rein. Gut, dass wir das gesehen haben gerade eben. So, dass du mich eine Energie kapselt. Wo war denn das Ding? Da drüben. Abschalten. Wir müssen, glaube ich, hinten erst das Ding auftrennen. Da ist irgendwo
noch mehr. Und zwar von der Seite aus gesehen. Jetzt haben wir ja Energie Jetzt haben wir Energie drin. Nee, wird nicht besser. Da müsste ich hin, um das aufzumachen. Frage ist, wie? Ich müsste hier irgendwas raufstellen können. Also schnell bin ich nicht. Warte mal, können wir das bewegen? Nee. Ah, das wäre doch was. Das könnten wir doch da hinstellen, theoretisch. Was ist hiermit? Nee. Wir müssen aber irgendwas zum Rollen finden. Hier, das da. Auch nicht. Was übersehe ich? Ich komme da nicht lang. Aber nee, aufmachen, zumachen kann ich es auch nicht mehr. Hier oben, wenn wir das von der anderen Seite auftrennen könnten. Aber wir kommen hier nicht durch. Was übersehe ich denn? Das ist nur das. Oh, was ist das hier? Nix. Was übersehe ich? Irgendwas übersehe ich. Von hier hinten kann ich nichts mitbringen. Das ist faktisch. So, darunter brauche ich nichts. Das muss ich aufmachen. Mensch, ich bin da schon so dicht dran. Aber irgendwas übersehe ich hier. Das hier haben wir geklärt. Das Lager ist geöffnet. Hier ist auch nichts weiter. So, das hier drüben macht mich stutzig. Weil wir hier nichts tun können.
aber überhaupt nichts tun können. Suche im Hangar der Einschiebbahn nach Helium 3. Das haben wir ja gefunden, da kommen wir bloß nicht hin. So, jetzt haben wir hier Strom eingeführt. Ach so, warte mal. Vielleicht bin ich jetzt schon wieder... verwirrt. Hier drüben gibt's nichts. Das ist geklärt. Hier kommen wir nicht hoch, weil sich Rolf nicht hochziehen kann. Muss da nach oben, denn nur dort oben kann ich schießen, richtig? Aber warte mal. Vielleicht ist es viel einfacher als gedacht. Da nicht durch. Und hier oben ist auch nichts. Also... Ich könnte höchstens nur... Haben wir es geschafft? Haben wir ihn eingesperrt? Was würde mir das bringen, wenn ich ihn einsperre? Hi. Oh, ich bin völlig planlos. Ich habe echt keine Ahnung. Also, das mit dem Einsperren und so weiter, das bringt auch nichts. Ich weiß es nicht. Haben wir noch irgendwas anderes übersehen? Irgendeinen anderen Eingang oder so? Ach so, warte mal. Vielleicht haben wir doch was übersehen. Was wäre... Was wäre... Ach du Gott.
Ist hier irgendwas zum Transportieren? Nein. Okay, nee, dann... Dann bin ich auch verkehrt. Ich hätte gedacht, wir können dann da oben irgendwie rauf oder so. Aber nein. Das Ding ist bloß zur Show. Oder hier unten irgendwas? Da unten brauchen wir das Helium 3. Okay. So, das ist definitiv jetzt gesichert. Diese Info. Oh, aber wie komme ich hier hinten weiter rum? Ich übersehe doch irgendwas ganz Banales. Vielleicht irgendeinen Deckenzugang oder was auch immer. Also ich komme mit der ASA-Einheit, komme ich dort rein. Aber da drin... Der kann es ja nicht schieben. So. Und hier drin... Wüsste ich nicht, was ich sollte. Ich kann hier drin nichts machen. Das ist ja das nächste Problem. Hä? Tja. Deadlock. Den Stuhl kann ich nicht bewegen, ne? Nö. Das wäre jetzt so cool gewesen, den Stuhl da einfach raufzulegen. Dann hätten wir reingehen können. Wir müssen irgendwas da rauflegen. Aber was? Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Oder ist hier irgendwas, was fehlt und nicht mitgekommen ist? Oder habe ich hier im Lager noch irgendwas übersehen? Ich wüsste aber nicht was. So, und da oben war eine Deckenklappe offen, aber... Achso, ich flieg mal mit Lampe an. Ah, vielleicht, warte mal. Vielleicht übersehe ich ja irgendwas, weil ich die Lampe nicht anhabe, die Gottverdammte. Da ist nichts. Vielleicht ist ja hier was. Ach, hör auf. Nee, okay, hier ist nichts. Ich wollte gerade sagen und meckern. Ich wollte gerade meckern. Aber wahrscheinlich...
nicht. Hier ist nichts. Nichts, was ich tun könnte. Und das Ding schieben kann ich bestimmt nicht. Nö. Weil ich kann ja gar nichts machen hier als Bot. So, hier oben geht's nicht weiter. Sag mal, das kann doch nicht sein, dass ich hier nichts finde. Weißt du, hier gibt's haufenweise Krams, was man okay, Moment. 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 Wer? Wer? Alter, leck mich. Boah. Wie lange habe ich jetzt? Okay, das wird hier ein kleines Hin- und Her-Spielchen. Oh, das muss man erstmal. Also. Machen wir die Tür auf für unseren Bot. Okay, hier ist nichts. Hier auch nicht. Hier geht's auch nicht weiter. Hier finden wir auch nichts weiter. Jetzt ist bloß der Zugang offen. Aber warum sollte Botti hier reinkommen wollen? So, jetzt nehmen wir das hier mit. So, jetzt gucken wir mal. Warum können wir jetzt hier rein? Warum? Warum sollten wir hier auch rein? Ach, vergiss es. Vergiss es. Moment. Wir können dort rein. Wir können da rein und können von oben das Ding dort drunter schieben. Jetzt wird alles klar. Mensch, manchmal ist man echt so blond, ja. Entschuldigung, nee, blond sagt man, hat damit nichts zu tun. Aber ich denke mir, ihr wisst, was ich meine. So. Oh, guck mal. Dadurch können wir nämlich hier wieder hoch. Ah, manchmal kann es echt so einfach sein. Manchmal kann es echt so einfach sein. Halt, das müssen wir mitnehmen.
manchmal. Uiuiuiui.